Moin moin Leute und herzlich willkommen zu keinem Infovideo, sondern ein einfaches Video, was dazu dienen soll, um direkt mal mit euch über eine wichtige Sache zu sprechen. Und bevor wir dazu kommen, ich habe das jetzt mal ausprobiert, hier das Mikro direkt am Kragen festgemacht, so wie es mir ein guter Freund von mir empfohlen hat. Hoffentlich ist da jetzt die Soundqualität etwas besser als im letzten Infovideo, weil da, ja, sehr viel Störgeräusche und so, wie man es bei der Werbungseinlage und so gesehen hat. Okay. Und zwar geht es in diesem Video komplett um das Thema Livestreams. Da ich ja an jedem Freitag so um 19 Uhr immer die Livestreams habe zurzeit zu StarCraft 2 Legacy of the Void. Und es hatten ja selbst schon einige von euch gefragt in den Kommentaren, ob ich nicht mal Livestreams machen könnte. Und das, was mich beschäftigt ist, jetzt wo ich welche mache und wirklich in fast jedem meiner Videos immer darauf aufmerksam mache, es steht in den Videobeschreibungen drin, dass fast gar keine Zuschauer sind. Also außer jetzt aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, die Stammzuschauer wie der Snow Golem Hunter oder neuerdings auch Luca Player, Angel, halt wirklich so mein ganzer Stammkreis, die sind fast immer dabei, aber so von euch, von den Fremden sehe ich keinen einzigen dabei und ich wüsste einfach mal gerne, woran es liegt. Von daher, ich habe mal einige Möglichkeiten mir überlegt, die es vielleicht sein können. Möglichkeit Nummer 1, die Zeit. Der Zeitpunkt zum Drehen ist ja immer freitags um 19 Uhr. Weiß jetzt nicht, wie es bei euch privat aussieht, aber für mich selber ist es der günstigste Zeitpunkt, wenn man drehen kann. Ich könnte es theoretisch noch verlegen, auf sonntagsabends. Samstag geht gar nicht, weil das ist mein einziger Tag, wo ich wirklich mal komplett für mich selber haben möchte. Und ja, vielleicht liegt es ja daran, falls es der Grund ist, warum ihr deswegen bisher keine Livestreams geguckt habt, einfach die Nummer 1 in die Kommentare schreiben, weil ich will das mal im Nachhinein alles auswerten. Möglichkeit Nummer 2, die Dauer des Livestreams. Mein Livestream hat eine ungeschriebene goldene Regel, nämlich dass er immer haargenau eine Stunde geht, meistens aber ein paar Minuten länger, weil das ist weder zu kurz noch zu lang aus meiner Sicht, weil gerade so für StarCraft schafft man es gerade so ein bis zwei Missionen in diesem Zeitraum zu schaffen. Und ich will ja auch ein bisschen im Spiel vorankommen, sowie nicht noch unbedingt länger machen, weil das ist aus meiner Sicht die komplett richtige Dosis, um einmal wöchentlich das so auf eine Stunde hin zu machen. Kann jetzt aber natürlich auch sein, dass es für einige von euch da draußen viel zu lange ist, um zu sagen, eine Stunde? Ne, so lange gucke ich nicht zu, ich habe Besseres mit meinem Leben vor. Kann ja gut möglich sein. Von daher, wenn das der Grund ist, einfach mal die Nummer 2 in die Comments reintippen. Möglichkeit Nummer 3, die Spiele. Momentan, wie gesagt, ist es ja StarCraft Legacy of the Void und es kann ja sein, so wie ich es gemerkt habe, als dann mal wirklich ein paar fremde Zuschauer gekommen sind, dass die gemeint haben, ja, sieht interessant aus, aber ich habe keinen Plan, worum es hier eigentlich geht. Kann ja gut sein, dass ihr euch mit dem StarCraft-Universum überhaupt nicht auskennt. Dass es sozusagen bisher an den Spielen gelegen hat, dass ihr keine Livestreams geguckt habt. Also, falls das der Grund wäre, dann würde ich euch darum bitten, mal die Nummer 3 in die Kommentare zu schreiben, sowie Spielevorschläge, wo ihr am ehesten zuschauen guckt. Und ich weiß es ganz genau. Wunsch Nummer 1 wäre Minecraft, lasst mich raten. Aber wenn es so ist, dann einfach damit reinschreiben. Aber ich muss ja irgendein Feedback bekommen, damit ich weiß, woran es liegt. Möglicher Grund Nummer 4, die Qualität. Obwohl ich mir wirklich schon Mühe damit gebe, den Stream so hochqualitativ wie möglich zu machen, nämlich, sag ich mal, das Laggen innerhalb des Streams so gering wie möglich zu halten und jetzt auch noch mit einer Facecam neuerdings streame, kann es ja vielleicht doch sein, dass auf Hitbox an dem einen oder anderen die Qualität nicht gefällt. Und das heißt, weil ich weiß, auf Hitbox, dadurch, dass es noch eine sehr junge Streaming-Plattform ist, brechen die Streams zwischendurch immer mal wieder ab. Da ist es aber ganz einfach dadurch gelöst, die Seite kurz neu zu laden und dann könnt ihr weiterschauen. Beziehungsweise andererseits irgendwie Qualitativeinbrüche habe ich jetzt nicht großartig bemerkt, aber kann ja durchaus sein, dass ihr vielleicht so mit Twitch verwöhnt seid, dass ihr euch auf andere Plattformen gar nicht mehr traut. Wäre nämlich auch noch der Grund, den ich damit verbinden würde, ob es vielleicht einfach nur daran liegt, dass Hitbox so unbekannt ist, dass keiner von euch gekommen ist. Dürfte aber eigentlich nicht daran liegen, weil, wie gesagt, ich habe es ja wirklich überall verlinkt und wenn ich einen Stream mache, sage ich ja immer hitbox.tv/ultrakickskanone, wo es zu sehen gibt. Meine Kamera ist völlig im falschen Winkel. Ja, auf jeden Fall, falls das der Grund ist, dann die Nummer 4 in die Kommentare tippen. Oder möglicher Grund Nummer 5, ihr seid überhaupt keine Freunde des Streams. Es kann ja auch sein, weil ich zum Beispiel selber schaue nur sehr selten Livestreams, außer von meinem favoriten YouTuber Markiplier, wenn er irgendwelche Spendenaktionen macht, da gucke ich sehr gerne zu. Und ansonsten sage ich mir eigentlich auch so, warum soll ich zugucken, wie jemand der andere da stundenlang spielt.
an sich, der Gedanke ist ja richtig, aber wenn es gerade um Spiele geht, die ich selber mir nicht kaufen kann, will, weiß der Geier was, dann gucke ich sie natürlich umso lieber. Allerdings ist jetzt die Frage, ist es für euch der Grund, warum ihr nicht zuguckt, weil er sagt, ich gucke lieber YouTube-Videos als statt Livestreams? Wäre ja völlig in Ordnung, aber wie gesagt, ich muss es ja wissen. Von daher wäre das dann Grund Nummer 5, dass ihr in die Kommentare schreibt, falls es ist. Ihr könnt natürlich auch mehrere Gründe auswählen, aber jetzt sagt mir bitte nicht 1 bis 5. Auf jeden Fall. Wäre jetzt erstmal für mich wichtig zu wissen, sagt mir mal Bescheid, woran es liegt, dass die Streams bisher so wenig besucht sind, weil von 22.000 Abonnenten, dass wir nicht mal über 10 Zuschauer kommen, das ist schon ein bisschen ärmlich, würde ich sagen. Also die würde ich schon gerne drin haben, einfach weil es geht ja nicht nur um reine Zahlen, es geht um den Spaß an der Sache. Weil je mehr Leute dabei sind, desto mehr Blödsinn kommt im Chat, desto mehr kann ich mit euch interagieren. Und während des Streams können man ja auch die Zeit dazu nutzen, um mit mir über irgendwas zu reden. Sei es über irgendwelche Projekte, die anstehen, irgendwelche Fragen zu meinem Leben, was willst du da geil, ich weiß es ja nicht. Dafür ist die Zeit ja wunderbar geeignet, gerade wenn der Ladebalken, der dauert, oder die Ladezeit zwischen den einzelnen Missionen dauert ja manchmal relativ lange und da kann man sich genauso gut im Nachhinein noch zu einer Runde Roblox verabreden oder so, machen wir nämlich auch ziemlich häufig, wen es interessiert. Ach ja, apropos, Roblox-Video ist in Arbeit, es kommt bald, schön die Socken stillhalten, ich weiß, das wird jetzt irgendwie zum Running Gag mit den Socken, aber es kommt wirklich bald, ich habe die Planung schon da, ich muss nur noch Zeit finden. Jo. Auf jeden Fall, das war es soweit erstmal zum... Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Format nenne. Ich würde sagen, das Format heißt Gesprächsrunde. Einfach deswegen. Und ansonsten für das Format Löchert den Keks warte ich übrigens immer noch auf Fragen. Es sind schon einige im Forum zusammengekommen, aber ich würde sagen, ich pick mir auch mal so Kommentare raus, die ihr so unter die Videos schreibt und dann nehme ich die einfach mal, damit das erste Video endlich mal rauskommt, weil geplant ist es ja schon seit längerem und ich will es endlich mal raushauen, dass ihr mal wisst, wie das dann aussehen wird. Aber genug um den heißen Brei herumgeredet, ich danke euch fürs Zuhören und falls es noch irgendwelche Sachen, Gesprächsthemen ansonsten gibt, einfach in die Kommentare, genauso wie die Nummern und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, in der nächsten Gesprächsrunde, im nächsten Livestream, im nächsten Weltuntergang, was die Welt so zu bieten hat. Euer OKK. Tüdelü.